So, ich habe hier einmal einen DCF-77-Empfänger, Empfänger von dem deutschen Zeitzeichensignal. Das wäre die Antenne für den Empfänger, einen Ferritkern und eine Drahtspule. Der empfängt die elektromagnetischen Wellen magnetisch auf 77,5 kHz. Der Quarz hier, der kleine, der filtert die Frequenz, dass wirklich nur 77 kHz durchkommen. Und ich habe hier noch einen Transistor angebaut, der das Signal etwas verstärkt und dann auf den Lautsprecher hörbar macht. Jetzt schließe ich mal die Batterie an und man hört im Lautsprecher schon das Signal. Sind kurze, aber auch etwas längere Pulse. Wenn wir jetzt für das kurze, also für das kurze eine 0 schreiben hier jeweils immer und für das lange eine 1, dann kriegen wir so eine Liste. Wir fangen an von der 59. Sekunde, die fehlt. Danach kommt 0. 0, 1, 2, 3 und so weiter. Jetzt ist es so, die Informationen der Zeit sind versteckt. Bei der Minute ist es zum Beispiel so, wenn hier eine 1 steht, 40 dazu zählen, wenn hier eine 1 ist 10, wenn hier eine 1 ist dann 4 und hier eine 1 dann 1. 40 plus 10 ist 50, plus 4 ist 54, plus 1 ist 55, also Minute 55. Dann bei der Stunde ist es so, wir haben eine 1 bei 4. Und wir haben eine 1 bei 1. 1 plus 4 ist 5. Die Stunde ist 5. Also ist 5:55 Uhr. Der Tag. Eine 1. Wir haben eine 1 und eine 2. 2 plus 1 ist 3. Also haben wir den dritten. Der Wochentag. Wir haben eine 1 bei einer 2. Das heißt Dienstag. Der zweite Tag der Woche ist Dienstag. Das Monat. Wir haben bei der 4 eine 1 und bei der 1 eine 1. 4 plus 1 ist 5. Wir haben den Monat 5, Mai. Und das Jahr, wo haben wir hier eine 1? Wir haben eine 1 bei 10 und eine 1 bei 1. 1 plus 10 ist 11. Wir haben das Jahr 2011.